Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, ich wollte mit euch eine Geschichte teilen oder besser gesagt eine, ja, etwas von mir. Es ist so. Ich bin seit Jahr und Tag, eigentlich wohne ich in diesem Haus. Ja, in diesem Haus hier und wir haben einen Telekom-Vertrag. Und ich habe auch schon oft so diesen, wenn man irgendwas ändern musste, miterlebt. Und ja, und wir hatten eigentlich immer nette Techniker und alles. Und ja, ich muss ein bisschen nach unten gehen mit meiner Hand. Meine Nase gerade hier gerade total den Knast auf seine Leckerlis hat, weil gut ist. Die haben es gut, die sind gut für sein Fell. Wie ihr gerade in den letzten Videos gesehen habt, kämpfe ich gerade mit meinem Hasen sein Fell ein bisschen. Ja. Gut, auf jeden Fall ist es so, dass wir seit Jahr und Tag Telekom haben und dass unser Fernseher aber bisher immer über Unity Media lief, weil meine Mutter gesagt hat, man sollte immer Fernsehen und Telefon voneinander trennen. Einfach damit man nicht alles zentral hat, weil wenn dann irgendwas mit der Firma ist, dann ist es so, dass es blöd läuft und man kann dann zum Beispiel tagelang nicht fernsehen oder hat tagelang kein Internet oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich ja, dass ich dann eben vor ein paar Monaten, ja, ich überlege gerade, wie es war, war es so, dass wir ein Haus in Aussicht hatten. Ihr wisst ja, dass wir letztes Jahr dieses Riesenproblem hatten, dass unser Haus verkauft werden sollte und so weiter und so weiter. Und da war ein Haus, das in Aussicht war, und da habe ich mich informiert über welche Internetanbieter gibt es da? Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter gesagt habe, das Haus ist schon schön. Es ist eines der schönsten Häuser überhaupt. Und es ist auch super aufgeteilt für uns und alles. Und es ist eines der perfektesten Häuser, die man sich vorstellen kann. Und ja, aber der einzige Telefonanbieter ist Vodafone. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will irgendwie, ich weiß nicht. Es ist jetzt erstens mal ganz langsames Internet. Also da geht es um 16 Mbit. Ja, das ist echt lahmarschiges Internet. Wenn man gerade aufs 100 Mbit Internet umgestiegen ist, dann will man nicht auf 16 wieder runter. Aber ich weiß, First World Problems, aber es gibt halt schon so ein bisschen was, was man auch mal, wo man selbst sich sowas gönnen muss und wo man selbst wissen muss, was man sich wert ist. Ich bin mir 100 Mbit Ja, auf jeden Fall war das mir dann was, aber das war gar nicht das Problem, weil als ich gesehen habe, dass es denselben Vertrag bei der Telekom gibt, mit derselben Geschwindigkeit, da war es dann plötzlich so, ja, okay, dann können wir das doch machen. Und dann ist mir aufgefallen, woran es liegt. Es ist so, dass ich so oft schon über Vodafone schreckliche Sachen gehört habe oder dass es so Sachen waren wie, die haben so lange Telefonausfälle und so Zeug, wo ich dann immer gedacht habe, ich weiß ja nicht, ich weiß ja einfach nicht. Und es ist so dieses Ding, danach habe ich mal in unserem Umfeld mich umgehört und habe einfach mal so die Frage gestellt, welchen Telefonanbieter habt ihr und überhaupt und sowieso. Und dabei ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen. Egal, wen ich befragt habe, egal wann, wo und wie, egal welchen Anbieter derjenige hat, das ist immer das. Ja, die meisten in meinem Umfeld sind entweder unzufrieden mit dem selben, also teilweise auch mit der Telekom. Also ich meine, ich habe auch teilweise Verwandte oder Bekannte befragt, die gesagt haben, also unser Telekom-Anschluss funktioniert überhaupt nicht und sowieso nicht. Und andere haben wieder erzählt, also ich würde nie woanders hingehen. Und dann ist mir bewusst geworden, es ist alles so ein Gewohnheitsding. Ein Ding der Gewohnheit und ein Ding, ja, auch des Preises. Und natürlich auch ein Riesenargument ist, wo bin ich schon länger und wo habe ich keine, der Lebenswelt. Wenn du bei einem Telefonanbieter bist, jahrelang und alles funktioniert und du dann den Telefonanbieter wegen einem Umzug wechseln musst, weil es da zum Beispiel einfach den du gewöhnt bist, nicht gibt,
dann ist das natürlich für dich immer der total schlechte, die schlechte Alternative. Der ist viel schlechter, der kann überhaupt nichts und so weiter. Aber wenn du zum Beispiel immer nur also gute Erlebnisse mit deinem Telefonanbieter hast, dann bist du natürlich auch immer zufrieden mit deinem Telefonanbieter. Und das ist sowas, wo ich dann für mich festgestellt habe, dass das ja eigentlich schon interessant ist, weil man oft Rezensionen im Internet liest, wo dann steht, ich bin so zufrieden mit meinem Telefonanschluss, es hat alles sofort funktioniert. Und ich mir dann schon, seitdem ich diese kleine Umfrage beim Umfeld gemacht habe, die Frage stelle, wie lange bist du schon dort und warst du schon immer dort oder bist du Wechsler und so weiter. Es ist einfach das Schwierige, finde ich immer noch an so Telefonsachen ist, dass wir es alle brauchen. Wir brauchen alle ein Telefon, wir brauchen alle Internet, wir brauchen, naja, also nicht jeder braucht Internet. Ich, wenn ich so drüber nachdenke, meine Großeltern väterlicherseits haben, glaube ich, kein Internet. Obwohl haben die inzwischen auch? Nee, die haben kein Internet. Haben noch ein Telefon mit Wahlscheibe. Das ist total. Also das ist wirklich noch voll oldschool. Ich habe die nie gefragt, welchen Telefonanbieter die haben, fällt mir gerade auf. Okay. Aber es ist auf jeden Fall so, wir alle brauchen ein Telefon. Und wir alle sind abhängig von Telefonen. Im Sinne von, selbst sei es bloß, wenn man die Polizei anrufen muss oder wenn man irgendwie in einer Situation ist, wo man jemanden in der Not einfach mal anrufen muss, brauchen wir ein Telefon. Und deswegen finde ich es persönlich fahrlässig und fast schon kriminell von den Telefonanbietern, zum einen die immens hohen Preise zu verlangen, weil die Leute ja abhängig davon sind. Und zum anderen finde ich es auch total Schrott, wenn sie dann einem nicht die Qualität liefern können, die man braucht. Teilweise gibt es Telefonanbieter, die haben so eine rauschende Leitung, dass du nur jedes sechste Wort verstehst. Wo dann auch im Notfall nicht dir geholfen werden kann, wenn niemand versteht, was du eigentlich gerade sagst, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht verständlich ist, weil die Leitung zu sehr rauscht. Und es gibt auch Zeiten, bei denen wir das Problem hatten, wo bei uns im wahrsten Sinne des Wortes tagelang das Internet weg war. Oder eben auch jetzt mit der Internettelefonie finde ich das noch viel schwieriger. Ich meine, früher war es so, du hast halt kein Internet gehabt, okay. Dann hattest halt noch die Möglichkeit, übers Handy zu telefonieren, in meinem Fall, aber auch nur, wenn du eben eins hast. Nicht jeder hat ein Handy. Es gibt Leute, die haben kein Handy. Haben meine Großeltern und väterlicherseits Handys? Mein Gott. Das sind so Sachen, die da kommen einfach so Fragen auf. Ja, und dann ist es eben schwierig, wenn du dann also du hattest kein Internet, du hattest kein Telefon. Und also mein Handy war damals eine Prepaid-Karte. Und ja, ich habe das Problem, das ewige Problem, dass ich mein Handy nie aufgeladen hatte. Also ich bin froh, dass damals nie irgendwas passiert ist, im Sinne von, dass man Polizei gebraucht hat. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute. Oh Gott, entschuldigt, ich muss meinen Hasen jetzt in den Stall tun, mal ganz kurz. Jetzt da mal wieder dieses ewige. Ja, sorry, ich musste gerade meinen Hasen, wie gesagt, wegbringen. Läuft's ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wo ich zuletzt war, aber was ich sagen wollte damit, alles in allem ist, ich finde es fahrlässig, dass heutzutage Internettelefonie gibt, auch wenn es die neue Technik ist, auch wenn viele davon begeistert sind, wobei bei uns deswegen die Leitung rauscht ohne Ende, aber ist halt bei uns so ein Phänomen. Kann sein, dass es bei anderen nicht ist. So finde ich es doch leichtsinnig. Leichtsinnig, weil was, wenn das Internet ausfällt? Was, wenn irgendeine Notsituation ist, jemand kein Handy hat? Und er dann kein Internet hat und somit sozusagen in eine Situation gerät, wo er in Gefahr gerät, weil das Internet weg ist. Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist der Punkt, wo ich finde, dass die, wo es mir egal ist, welcher Telefonanbieter es ist. Hauptsache, egal
wie wir uns dreht und wendet. In Notsituationen ist man in der Lage, jemandem Bescheid zu geben. Und das ist nicht mehr gegeben durch die Internettelefonie und die Umstellungen. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmeroutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.